Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival mit mir, der Fuddelmuddel, und ich freue mich natürlich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe jetzt 3 Ingame-Tage offscreen wohlgemerkt, ja, damit verbracht, in der Basis ein klitzekleines bisschen Ordnung zu schaffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal ein bisschen Action. So, und wie gesagt, klitzekleines bisschen Ordnung. Ja. Es ist so ätzend, dass diese Container alle so klein sind. Und ich kriege überhaupt keine Ordnung. Ich kriege null Ordnung in meine Basis. Es ist ganz schlimm. So, und weil mir gerade der Kopf schon raucht, habe ich gedacht, so, jetzt gehen wir mal heute ein bisschen los. Gucken mal, ob keiner guckt. Ich schreie gleich sowieso. Weil ich von irgendwoher irgendein Zombie kommt. Den ich gerade schon hier rum... Da. Komm. Komm raus, trau dich, komm. Gut, nichts dabei gehabt. So, hast du irgendwas? Komm mal her. Es gibt's doch nicht. Ich verballer hier meine Mucke, wollte ich jetzt sagen. Verballer jetzt hier meine Munition? Dafür, dass du einfach jetzt abhaust und dich nicht töten lässt? Hallo? Was sind da? What? What the fuck? Was? Was ist das denn? Leute, so haben wir nicht gewettet. What? Was war das denn? Alter Falter, Moment. Was ist das denn? Oh, Jesus Christ, ich glaube, dafür habe ich keine Munition. Alter Vater. Und ich wollte da jetzt noch runterrennen und hier einen auf Kamikaze machen und... Was? 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 Wieso kann der denn im Hellen... Oh Gott, Leute, der ist im Hellen unterwegs. Scheiße ich mir gerade in die Hose? Ja. Ja. Ich scheiße mir gerade ins Hemd. Oh, der ist doch bestimmt noch schlimmer. Noch schlimmer als die Seeker. 100 pro ist der voll ätzend. Und reißt mir voll den Hintern auf hier gleich. Boah, warum kann ich die nicht mitnehmen? Ich brauche unbedingt Schränke. Ich kann gar nicht so viel looten, wie ich, ihr versteht mich. Open. Carry. Alter, Jesus Christ. So, wartet mal. Aha, komm her. Auch der verarscht mich doch. Komm jetzt hier hin. Oh Gott, der Stampfende da unten. Leute, ich kack mir ins Hemd. Ich geh jetzt erstmal gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Und dann versuche ich mal, ich traue mich gleich einfach mal, den anzuschießen. Ich traue mich gleich einfach. Und wo einer ist, sind bestimmt auch noch andere. Oh Gott, das ganze Ding hier ist bestimmt voll mit Zombies. Ich geh mal gucken. Ich geh mal sterben. Du blödes Stück Fleisch. Dass die so leise angerannt kommen, das ist so eine
Oh Gott, da ist was gerannt. Leute, Leute. Aber was mache ich denn? Ich habe ja gesagt, ich will ein bisschen Action machen. Alter Falter. Der kotzt doch bestimmt irgendein grünes Zeug. Wo ist der jetzt? Ich hab richtig Schiss. Ich muss erst die anderen hier irgendwie wegkriegen. Ich verballer meine ganze gute Muni. Und du komm. So. Weg, komm, geht's. Gib mir doch mal wenigstens ein bisschen Muni wieder. Ich brauche das dringend. Wenn der Blob da gleich kommt. Alter Vater. Der Blob da gleich um die Ecke kommt. Was ist das hier? Antibiotika. Boah. Alter, einen Schuss habe ich noch. Einen Schuss. Ich habe aber das hier. Aber wie schieße ich damit? Ah, okay, so. Ich will ihn jetzt nicht leer machen. Ich hab's dank der guten Cutler tatsächlich geschafft, ein Propan-Gas-Dings hier zu dingsen. Ihr versteht mich, ihr wisst, was ich meine. Okay, pass auf. Wenn er gleich da rauskommt. Es sei denn, hier rennt gleich wieder einer rum. Da rennt immer noch einer. Es gibt's nicht. Sag mal, wo kommen die denn alle her? Oder spawnen die jetzt hier instant, weil ich mich kurz wegbewegt habe? Ach, leck mich doch am Heck. Heute ist der Heckleck-Tag. So, jetzt ist der schon wieder abgehauen hier? Kann ich die Tür nicht zumachen? Nein. Oh, ich scheiß mir in die Hose. Nützt alles nichts, ich will's jetzt wissen. Guckt euch den an. Der kotzt bestimmt irgendein giftiges Zeug da. Da liegt's schon auf dem Boden. Ach, leck mich! Ihr seid doch Kacke! Oh, Lärm! Gleich sind sie wieder alle da! Ich hasse dieses Spiel! Komm her jetzt! Kann aber wohl nicht sein! Ach, guck mal, hier können die auch runter. Aha. Der kommt gleich bestimmt von der anderen Seite wieder hinten rumgerannt. Natürlich. Natürlich, um da rein zu können, muss ich natürlich da unten hin. Aber ich hab Schiss. Ich hab richtig Schiss. Hahaha. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Ach, der will mich doch, Leute. Ich scheiße. Okay. Na komm, wo ist der Schwibbelschwabbel? Ach, Lecko. Nein! Oh Gott, der kommt hoch! Lala. Komm.
Baby! Burn! Nein! Okay, ich hau ab. Bevor ich gleich tot bin. Oh Gott! Gott, ich hab schweißnasse Hände, Leute. Schweißnasse Hände. Alter Falter. Wie schwer verletzt bin ich? Das geht ja. Warum? Warum? Wieso denn? Ah! Oh Gott! Ich glaube, das bringt gar nichts bei dem. Kann das sein? Ach, du kannst mich doch mal. Los, komm. Ja, ja, jetzt brenn. Ich schieß noch mal drauf. Jesus Christ. Jetzt kann ich den nicht looten. Ich kann ihn nicht looten. Der hat bestimmt voll die coolen Sachen, die ich jetzt nicht krieg, weil aus irgendeinem Grund... Moment, ich speichere. Speichern ist immer ganz, ganz wichtig. Warum kann ich ihn jetzt nicht looten? Loot infected body. Ich kann ihn nicht looten. Ich kann ihn leider nicht looten, Leute. Ist der ekelhaft. So, Moment. Oh nein! Ich wollte gerade einen Screenshot machen. Ach, das ist doch gemein. Das ist doch Beschiss. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich durch die Gülle nicht durch. Okay. Okay. Bin ich verletzt? Ich sollte vielleicht... Treatment, okay. Nein. Okay, wenn ich sterbe, sterbe ich. Dann ist das. Dann ist das so. Komm, burn, Baby. Fackel ab hier, komm. Ich hab gleich nichts mehr im Tank hier. Ich seh's schon kommen. Ich hab gleich nichts mehr im Tank. Wieso brennen die denn nicht ab? Ah, doch, jetzt. Hallo? Da ist ein Compound-Bogen. Da ist ein Compound-Bogen. Okay. Ich hoffe, da kommt gleich nie nochmal so ein Blopper. Blopper, ist hier noch ein Rucksack? Nein, kein Rucksack mehr. Schade. Schade, schade, schade. Ich habe schweißnasse Hände, Leute. Ist hier noch ein Propangasfläschchen irgendwo? Nein. Ein Rucksack? Irgendwas? Okay. Also diese Blobs, die sind ja wirklich... kann ich das tragen? Nein, schade. Wäre so schön gewesen, wenn ich jetzt so einen richtig geilen Loot noch gekriegt hätte. So. Schade, dass ich den Dicken jetzt nicht looten konnte. Okay, wir nehmen eine andere Waffe. So, Senf und Dings habe ich zu Hause ohne Ende. Habe ich festgestellt vorhin beim Aufräumen. Eine Jeans habe ich auch zu Hause noch. Mehrfach sogar. Oh, Stoff. Leute, ich habe beim Aufräumen erstmal entdeckt, was ich alles habe. Raincoat. Ja, wie viel Essen und alles ich habe. Wie viel Trinken. Was ich alles überhaupt nicht... Ihr versteht mich. Okay, wir gehen die andere Seite. Wir gehen nochmal hier gucken. Ich habe
kein Spiegelbild. Ich bin bestimmt ein Vampir. Rucksack? Nein. So ein Ding hätte ich gerne. So ein richtig geiles Sideboard. Mit ganz viel Platz. Also ich zeige euch das in den nächsten Folgen. Ich komme überhaupt nicht hinterher mit dem Aufräumen. Wartet mal, welche Waffe war das hier? Oh, 4 Schuss, besser als gar nichts. Ich hätte jetzt gerne noch so ein Propangas, Fläschchen, ein volles. So, aber da haben wir auf jeden Fall den Component-Bogen. Das ist schon mal sehr gut. Component-Bogen. Out of service, okay. Out of service, was ist denn hier für ein Kackhotel? Alles out of service. Interact. Oh, guck mal, so eine kleine süße Lampe. So, hier sind noch ein bisschen schöner Loot. Oder diese Schränke hier, das wäre doch geil, wenn man die moven könnte. Na, da habe ich aber auch gerade episch geschrien, ne? Oh, sorry Leute, also es tut mir wirklich leid, wenn ich euch manchmal irgendwie die Ohren wegballer. Mit meinem Geschrei, aber manchmal muss das sein. Boah, es ist so eine riesengroße Anlage. Das ist doch bestimmt nicht der Einzige gewesen, der da rumläuft. Hier läuft doch bestimmt noch ein anderer Blob rum. Alter Vater, war der eklig. So, da kam mal her. Okay, dann gehen wir hier nochmal durch. So, aber ich habe ja auch Großfresse gehabt, ne? War ich hier überhaupt, war ich hier schon drin? Ich glaube, hier war ich gerade schon, ne? Oder? Eine leere Flasche. Aber hübsche Hotelzimmer. War bestimmt mal ein geiles Hotel hier. Okay, dann gehen wir mal weiter. Keycard notwendig. Oder hier überall reingekotzt hat. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein anderer. Oh, ich kann die moven. Ich kann die moven. I like to move it, move it. Warte mal, kann ich meinen Karren nicht holen? Ist doch viel einfacher, den Karren eben zu holen. Und dann ist gleich wieder kompletter Respawn im Hotel. Weil ich 3 Meter weggegangen bin. Wo waren die jetzt da? La 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 la. Das Hotel ist gut, Leute. Das Hotel ist auf jeden Fall gut. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr Muni gewünscht. So, von der guten Muni. So, jetzt habe ich trotzdem nicht geguckt. Da war nichts drin, ne? Okay, dann können wir den hier... Nee, vollpacken. Nein, wartet mal. Revolver-Ammo doch, das ist die 7,5. 9 mm, schade. Explosiv-Arrow. Ja, den braucht man auch. Den braucht man auch, ganz ehrlich. Ja, wenn da so eine Viecher ankommen... So... Schade, für den Kompunktbogen habe ich natürlich jetzt nichts mit. Hunger, Durst, Pipi kalt, aber wir trinken noch.
mit dem Wagen voran. Tralala. Aber cool, das Hotel ist echt cool. Ich kann mich noch an die alte Version erinnern. Ja, wo das Hotel, da hattet ihr so ein kleines Motel. Mit so ganz vielen kleinen dunklen Zimmern. Da ist das natürlich schon echt schick hiergegen, ne? Dagegen. So, kann ich hier rein? Emergency. Das kann ich moven. Move. So. So. Okay. Dann kann ich da alles reinpacken. Das ist schön. Ist ja noch ein bisschen mehr drin. Coole Sache. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, hier hinzugehen. Ich habe zwar kaum noch Muni, aber es hat sich gelohnt. Nicht jetzt noch, Leute, jetzt noch eine Rucksackerweiterung. Das wäre ein Träumchen. Hier mal Wasser und ein Stift, das ist sehr gut. Und Boots habe ich noch zu Hause. Jeanshosen habe ich auch noch zu Hause. Hemden habe ich auch zu Hause. Aber nicht, dass gleich irgendeiner unter das Video schreibt, Heldi, warum hast du das nicht mitgenommen? Ich brauche es nicht, Leute. Und wenn ich es brauche, dann weiß ich, wo es liegt. Hallo? Oh, hier sind doch bestimmt noch irgendwo ein paar andere Gammelköppe. Was war das denn? Okay, ich bin durch die Säure gelaufen. Mein Gott, mein Herz. Ja, Leute, es ist so schön, dass man über sich selbst lachen kann. Wenn man über sich selbst lachen kann, ja. Guck mal hier, das ist... Ach, brauch ich doch gar nicht. Warte mal, kann ich doch so moven. I like to move it, move it. Okay, wir holen den Wagen. Das ist sehr gut, Leute. Ich finde diesen Karren so geil. Ne? Ich meine, klar, ich hätte mir bestimmt auch schon irgendwie ein Auto fertig machen können. Wenn ich den Reifen gefunden hätte. Ja. Und wenn ich hier nicht ständig reinlaufen würde. Der ist natürlich noch viel besser. So, Moment. Da. Da kam ich her. Pass mal auf, wir gehen jetzt immer unten alles abklappern noch. Ich will nicht so einen doofen Weihnachtsgammel da haben. Okay, out of service. Okay, also von da oben bin ich gekommen vorhin. Das heißt... Da bin ich gerade hergekommen. Okay, hier ist nichts drin, außer ein bisschen... Ah, Moment, Moment. Ah, es geht an dem nicht... Oh, Upgrade. Yes, Baby. Ich wusste, hier ist noch irgendwo einer. Das jetzt nicht. Mann, ey. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit hier.
nicht wieder da durchrennen? Warte mal, wie viele Plätze habe ich jetzt frei? Boah, sehr schön. Ich brauche noch entweder einen Dreier-Rucksack. Oh, eine Battery. Geil. Die kann ich auch moven. Okay. So einen Wagenheber habe ich auch schon. Und eine Crowbar. So, jetzt muss ich erstmal meinen Wagen hier checken. Ach Mann! Ach Gott, mein Herz! So, ich könnte den ja mal ordentlich sortieren, ne? Ich glaube, dann würde ich auch noch ein bisschen... erstmal alles wegschmeißen. Ach Gott, erstmal schmeißen. Oh, Leute, was ist das denn heute für eine Aufnahme, ey? Es ist ja... So. Okay, der passt da so nicht. Ah, ich und das Drehen. Okay. Obwohl die kleinen Koffer... Ich brauche die kleinen Koffer eigentlich gar nicht, ne? Wartet mal. Wir nehmen mal alles raus. Packen das mal hier rein. Die nehmen mir nur wieder unnötig Platz weg. So. Dann nehme ich lieber die hier mit. Ja, es passt natürlich jetzt nicht, weil der doofe Weiße da steht. So. Dann so, die Propanflasche nehmen wir mit. Wie spät haben wir? 14 Uhr. Oh, das ist geil. Das ist geil. La la la. Aber Hotel lohnt sich, Leute. Wenn man jetzt wüsste, wenn ich jetzt wüsste, ob hier... Na, du bleibst da stehen. Ob hier Respawn kommt, ne? Und noch eins. Weil diesen Self-Respawn kann man ja nicht mehr machen. Den man vorher machen konnte. Ihr versteht mich. Propane Bottle. Ich wollte gerade schreien, jetzt kommt hier bitte kein Mist-Event. Okay, hier habe ich gerade schon versucht. Okay. Dann gucken wir trotzdem nochmal hier. Ach, da war ich ja. Okay, gut, 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 gut. Dann gehen wir da hinten lang. Das ist aber wirklich riesengroß hier, die Anlage. Heftig. Ist hier noch irgendwo ein Blob? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier nur ein so ein Blubberbärt drin ist. Die nenne ich jetzt nur noch so, der Blubberbärt. Out of Dings. Okay, Doke. Auf jeden Fall noch eine Menge zu essen.
und Wasser. Antibiotika und Painkiller, das ist sehr gut. Ein bisschen Muni wäre jetzt noch schick. Schade, dass ich hier nicht drin schlafen kann. Okay, leere Flaschen. So, und Coins. Oh, es ist echt das reine Loot-Paradies hier. Also dieses Update ist wirklich schön. Immer wenn das so ruhig wird, dann habe ich immer Schiss, dass mitten in der Folge ein Mist-Event kommt. Ja, wenn der Wind nicht mehr weht und so, ihr versteht mich. Okay, hier ist aber nichts mehr. Schön auffüllen nochmal, Leute, damit wir auch gleich ordentlich Brennstoff haben. So, ich nehme die Bratpfanne einfach mal mit. Wer weiß, wofür wir sie brauchen. Wahrscheinlich gar nicht. Und ich sehe, wir haben schon... Boah, ich bin voll am Überziehen, Leute. 32 Minuten. Aber ihr habt ja gesagt, ihr hättet gerne längere Folgen. Deswegen denke ich mal, ist das gar nicht so schlecht jetzt gerade. Und ja, ich weiß, ich könnte die Propan-Bottle mitnehmen. Aber ich habe zu Hause schon so viele, dass mir der Platz schon ausgeht. Okay. Okay, da kann ich nicht durch. Naja. Hallo, ich bin noch hier gerade auch durchgekommen. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Hä? Ich würde gerne zurück zu hier. Warum geht denn das nicht? Ich bin in den verbotenen Bereich reingesprungen, Leute. Ich komm hier nicht mehr. Also sag mal. Ernsthaft jetzt? Ah, okay. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge, Leute. Wir hatten Action, wir hatten Loot-Spaß. Ja, und deswegen speichere ich jetzt zur Vorsicht nochmal ab. Ich werde jetzt nach Hause tuckern mit meinem Erbeuteten. Vielleicht finde ich ja unterwegs noch ein paar Reifen. Schauen wir mal. Ich glaube, die Kofferräume habe ich... Egal. Ich glaube, die Autos hatte ich letztens schon alle untersucht. Untersucht vor allem. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und dann zeige ich euch mal, was ich zu Hause alles gemacht habe. Ich habe noch ein paar Zäune gesetzt, kleine. Ich habe mir jetzt die Distille und einen Wassertank gebaut. Ja. Also seid gespannt, Leute. Und ich habe mir einen Lokwagen gebaut. So. Für die Holzloks. In diesem Sinne, macht euch noch einen schönen Tag. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.